Ah, nicht böse. Ja, trotzdem war das dieses Gefühl. Aha. Hätte das gestört. So, meine Braugerste wird gemessen. Schauen wir mal, wie viel Feuchtigkeit die hat. Ja, liebe Unterfreunde, ich bin da im Stroh, Wintergetreidestroh. Bewege da die kleinen Walme, probiere die umzukehren, damit das da trocknet unten und die eventuell heute Abend Rundballen gepresst werden können. Ja, und da habe ich eben, wie gesagt, diesen Ballon gefunden. Wir haben geheiratet. Das ist die Adresse. Ich denke, das ist eine Adresse aus Deutschland. Kennt da jemand diesen Ort in Deutschland? Birnau. Dann könnt ihr das Hochzeitspaar schon verständigen. Vier schöne Stunden, blablabla, ganz in Liebe, Sandra Spagetter. Wir haben geheiratet. Oh, und übrigens habe ich noch vergessen zu sagen, die Feuchtigkeitskontrolle bei der Braugerste ist 15,7 und da kommt noch sicher 1% mehr dazu, 16,7. Ist also noch nicht trocken genug. Und was interessant war, Proteingehalt unter dem Messbereich ist 8,6, ein sehr tiefer Proteingehalt. Und das sollte ja der Fall sein bei der Braugerste. Von dem her gut, Feuchtigkeit noch nicht gut. Da müssen wir halt noch einmal warten oder vielleicht hin heute Abend 8 Uhr. Ich weiß noch nicht. Südrampe hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Dadurch ist die A2 in Höhe der Raststätte Piotta in beiden Richtungen gesperrt. Der Gotthardtunnel ist in Richtung Süden nur eingeschränkt befahrbar. Der Verkehr Richtung Süden wird über die Raststätte Piotta geleitet. Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal beträgt zurzeit rund 5 Kilometer in Richtung Norden. So, die 3 Hektar habe ich da ein bisschen rumgeworfen, dass das untere nach oben kommt und es fühlt sich trocken an. Und die Sonne scheint immer noch und es ist jetzt 4:15. Um 5 Uhr habe ich die Rundballenpresse bestellt. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Ballen das ich überhaupt brauche von diesem Feld. Der Rest nimmt ein Berufskollege, der Pferde hat und er wird dann Quaderballen pressen davon. Jawohl, so läuft's. Die Presse ist da. Das Wetter ist auch schon dunkler geworden. Man sieht es da. Wie immer dieses Jahr. Ganz normal. Kurz schön. Nachher wieder Regen. Aber rumballen ist der Vorteil. Wenn es drüber regnet, passiert nicht viel. Ich kann die heute Abend nicht mehr reinnehmen. Die werden dann an einem anderen Tag genommen. Ich lasse jetzt aber. Thank you.
in der verstaubten Plattensammlung von den Eltern oder den Großeltern gelandet, sondern mit dem Subito 3 Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Fabio Käser aus Oderist im Kanton Aargau, haben wir den zu verdanken? Ja, für diese 50 Ballen hat er da eine grosse Fläche pressen müssen. Ne? Ja, liebe YouTube-Freunde, auch beim Bauerhausi läuft es nicht immer rund. Da mein Hecklader hinten angehängt, der hat einen kurzen, eine elektrische Panne. Ich habe es nicht herausgefunden, es ist Stecker, Kabel, ist alles ein bisschen alt. Jetzt kann ich den nicht mehr benutzen und habe nur noch vorne die Frontgabel und da kann ich nur eine Balle nach Hause nehmen, nicht zwei zusammen. Ne? Ja. Übrigens, die Regelhydraulik hat den Dienst auch gerade versagt. Sicher dort auch eine Sicherung durch. Und ich denke, das kann ich nicht alleine reparieren. Ich muss morgen in die Werkstatt fahren. Ich bin kein Elektriker. Ich habe die Sicherungen kontrolliert. Aber konnte den Fehler nicht finden. Jawohl. Da ist das Programm halt ein bisschen durcheinander. Ich nehme jetzt noch ein paar Ballen nach Hause. Es verleidet mir zwar. Verleidet. Hochdeutsch weiß ich nicht. Ist bereits 9 Uhr. Und eigentlich mag der Bauerhausi nicht mehr. So, der Bauerhausi stoppt die Arbeit, hatte nur halbe Leistung, nur einen Ball pro Bahn. Ja, das ärgert mich, hätte viel mehr nach Hause nehmen können und morgen wird es regnen. Jawohl.